Matrutze, aber ich werde starten. Ziehen Sie mich bitte rein. Okay, Leute, willkommen zurück. Ich bin wieder an dieselbe Stelle zurückgeflogen wie beim letzten Mal. Und ich habe das letzte Mal, so ich das gesehen habe, Sosa auch wirklich zurückgelassen. Und wir sehen hier zwei blaue Punkte, also ich muss hier zwei BEKs einsammeln. Und so wie ich das verstanden habe, läuft das nämlich so, dass ich mich jetzt hier mit F4... Hallo? Hallo? Ach, mit F4? Okay. Also mit F4, der Traktorstrahl ist wohl hinten montiert. Ja? Und jetzt muss ich den... Wo ist denn... Och, je. Ich sehe aber nur... Na, da unten ist der zweite blaue. Hallo? Ich war doch jetzt gerade unmittelbar davor. Könntest du mal was anderes anvisieren da unten, damit ich... Okay, da ist es. Hier. So, jetzt drehe ich mich mal um. Habe ich jetzt hier eine Chance? F4? Ah, da bist du. So, und jetzt könnte ich nämlich hier mit G angeblich... Jawohl. Und was muss ich jetzt tun? Ah, jetzt da. Kann ich den ersten einholen? Mission abgeschlossen. Okay, aber ich dachte, ich muss den zweiten jetzt auch noch einsammeln. Die Mission ist abgeschlossen, aber vielleicht kann ich da irgendwie noch... Da ist doch noch ein zweiter blauer. Blauer, wo bist du? Dich würde ich natürlich auch gerne noch einsammeln. Keine Ahnung, wozu das dann gut sein soll, aber das habe ich so gelesen. Da. Oh Mann. Okay. Ich krieg jetzt mal da ein bisschen davon. Oh, da ist noch einer. Ach, das ist gar keine gar kein BEK, das ist ein Schrott von einer Station oder von so einem Torpedoteil. Aber ich bin doch nicht blöd. Da ist doch ein zweiter blauer Punkt. Jetzt im Augenblick schlecht zu sehen, aber den habe ich doch gerade eben. Da ist er doch. Links. So. Versteckt sich aber immer irgendwie hinter der Station, kann das sein? Okay. Das ist jetzt ein ziemliches so rumge... Eiere, ich weiß. Da ist er. Da ist er. Jetzt er. Die. Und jetzt? Bin ich zu weit weg für den Traktorstrahl? Mal ganz vorsichtig drauf zufliegen. So. Wieder den Rücken zukehren. Das ist ein bisschen fummelig gemacht hier, aber naja. Nein. Stopp. Nein. Halt! Jetzt da. Geh. Hallo? Ich aktiviere gerade den...
den Traktorstall, aber irgendwie interessiert es ihn nicht. Noch weiter. Ich fliege jetzt mal unmittelbar vor dieses Ding hin. Ah! Ach, das hängt noch an der Station. Das ist ein Grafikfehler. Das hängt noch an der Station dran, das Teil. Ja, aber... ja. Da kollidiere ich erstmal. Ja, kann ich den dann überhaupt noch einholen? Ja, ist ja gut. So. Geht das jetzt noch, oder... nee, also ich, nachdem er gesagt hat, Mission abgeschlossen, fliege ich mal zurück zur Intrepid in der Hoffnung, dass wir den Angriff da jetzt noch verhindern können. Okay. Da findet jetzt kein Angriff statt, weil wir die SOSA mitgenommen haben. Gültige Landeerlaubnis. Alles klar, Junge. Kommen Sie rein. Tja, du freust dich da, aber wir haben einen guten Freund verloren. Ja, ich weiß, Leute, der Part ist jetzt ein bisschen zerklüftet und länger und so weiter, aber das... Oh, muss jetzt sein. Wir sind hier, um uns von Lieutenant Winston Chang zu verabschieden. Er ist seinen Pflichten mit Herz und Verstand nachgekommen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich ein Kollege dieses Mannes war. Ich bin glücklich... weil er mein Freund war. Vagabond, möge deine Seele von Stern zu Stern wandern. Tja, das hatten wir auch nicht verhindern können. Wow. Aha, das sind Paladin und Tollin. Ihre Anwesenheit zur Taufe der Vesuvius wird ein großer Ansporn für die Crew sein, Senator. Sie ist ein beeindruckendes Schiff. Gibt es Neuigkeiten, was die Kämpfe mit den Grenzweltlern anbelangt? Ja, aber leider keine guten. Es geht um Verrat. Es ist wahrscheinlich, dass der große Held des letzten Kilrathi-Krieges übergelaufen ist zur Union der Grenzwelten. Wer? Übergelaufen? Es fällt mir schwer, das zu glauben, auch wenn er immer ein Hitzkopf war. Wer hat ihn dazu überredet? Was zum Teufel geht da draußen vor? Die Fakten, die ich sammeln konnte, sind nicht sehr informativ. Alles zerfällt. Das Zentrum hält nicht mehr. Bloße Anarchie ergreift jetzt die Welt. Die Besten haben Grund zum Zweifeln. Weil der böse Besitzer greift von uns und der Welt. Yates. Wissen Sie, wer hinter all den Problemen steckt? Eins steht fest, Senator. Die Grenzweltenmiliz wird von Tag zu Tag aggressiver. Müssen das ernst nehmen. Ich hätte nie gedacht, dass Blair so unüberlegt handelt. Verrat ist immer etwas Unverständliches. Wir müssen handeln. Die Zeit ist knapp, Admiral. In den Rat wurde inzwischen eine Kriegserklärung gegen die Grenzwelten zur Abstimmung eingereicht. Sie findet in 7 Tagen statt. Ein kompletter Bericht von Ihnen könnte diese Abstimmung entscheidend beeinflussen. Hoffentlich finden wir einen anderen Weg. Als erneut Krieg zu führen. Schön wär's. Ich traue ihm nicht. Und der Paladin auch nicht. Tja, Leute, also ich würde sagen, mit den ganzen Kollegen hier an Bord sprechen wir dann am Anfang von der nächsten Folge, weil diese Folge ist schon sehr, sehr lang geworden. Also, bis dann. Ciao.